This is it. Our objective is to capture or kill an enemy general who's hiding in the castle. But first we need to take control of the surrounding area. Once you open the castle's main gate, we'll launch the full assault. Use force or stealth as you see fit. All right. Good luck. Strike true. Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Solasta mit Sisket bei der Eroberung eines Schlosses. Auf in den Kampf. Also ich will da nicht rumschleichen. Ich finde, wir können noch offensiv sein. Wo müssen wir uns hin? In die falsche Richtung? Okay. Hm? Ist dir sicher, dass ich da nicht erstmal das auskundschaften sollte? Ja, von mir aus, aber wenn wir das Schloss erobern wollen, bitte lasst uns einfach durch den Haupteingang rein und die alle platt machen. Ja, hier ist das Schloss auf jeden Fall. Da oben steht schon ein Erzmagier. Hier gibt es offensichtlich auch noch einen Hintereingang. Willst du echt einfach vorne reinlaufen? Findest du nicht, wir sind stark genug dazu? Ja, mit Sicherheit. Ja, lass mich noch eine gute Position finden. Hier geht sogar noch eine Etage tiefer. Ja, ich glaube, hier kann man reinschleichen, ja. Vielleicht kommen wir durch den Haupteingang gar nicht durch. Können das ja gleich mal probieren. Mhm. Bring mich in Position und dann gehen die anderen mal zum Haupteingang. Na, ich bin nämlich schon drin hier. Siehst du? Ich glaube, die Position ist ganz gut. Dann versuchen wir mal. Ich würde jetzt einfach den Erzmagier hier mal angreifen. Ne, warte, nicht angreifen. Wir gehen einfach hin. Ja, warte, doch! Ah, doch. Warum? Ich dachte, wir gehen einfach durchs Tor. Warum? Sorry. Ah, was ist das? Vielleicht kommen die da rausgelaufen. Warum hast du mich denn nicht einfach mal diesen Erzmagier angreifen lassen? Was nicht? Die Soldaten haben auch nichts, ne? Der hat nicht gewusst, woher der Schuss kommt. Hehe. Sind die jetzt auch alle mit dem Kampf da? Nee, da müssen wir alleine echt stürmen. Der General macht nicht mit da. Ich komm hier aber, glaube ich, so nicht rein. Ich versuch's, aber. Vielleicht macht einer von innen die Tür auf. Ja, ich hoffe es, aber es sieht nicht danach aus.
spurten. Ja, ich bin auch gespurtet, aber ich bin nicht weitergekommen. Hör das auf? Tür lässt sich nicht öffnen. Damn. Dann müssen die klettern. Die Frage ist... Ah, hier an der Seite kann ich vielleicht hoch. Mhm. Na, mal gucken. Warten wir es mal ab. Oh, guck mal, die Tür aufgemacht. Oh, nice. Das ist aber nett. Dankeschön. Das ist eine neue Fähigkeit. Oh, nice. Wenn er angegriffen wird, kann er sofort zurückschlagen. Cool. Na doch, die kämpft mit. Ich kann auch wegbleiben. Ich zögere den Kampf wieder hinaus. Ja, da unten ist auch noch ein Kampf, oder? Als wäre sollte ich noch nicht alles rausballern. Nee, brauchst nicht alles rausballern. Der Erzmager hier oben. Ja, den erreiche ich jetzt nicht. Ja! Die kann wegbleiben. Ich finde das so geil, dass sie hier von hinten reinkommt. Ja, die Hunde da den. Oh nein, ich habe einen falschen. Oh. Was ich hab doch extra. Ist egal. Ich kann nicht mehr schießen. Das ist richtig Banane. Halten die einen da schon wieder auf? Ja! You're not coming back. Da kommt noch mehr. Wo sind die denn jetzt? Ach, die sind da rausgekommen. Hier. Und da oben. Ist aber doof, jetzt wird die da entdeckt. Die haut sofort die Leute kaputt, ey. Ja, kannst du das bei jedem, ne? Ich glaube nur einmal kannst du das machen, ne? Ich habe keine Ahnung, aber ich finde es richtig gut. Schlecht. Die sollen sich einfach raushalten. If it doesn't kill you. Kommst du rein? Ja, natürlich. Boom. Hinüber.
Once more, we prevail. Verschwinde da nichts drauf. Feuerball. Jetzt hat er mich doch gesehen, siehst du? Voll nervig. Oh bitte, ey, die soll einfach abhauen. Diese blöden. Hm? Ich hab nichts verstanden. Seelenentzug. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Ich glaube, die stellt einen Zauberplatz wieder her, aber ich bin mir nicht sicher. Genau, heil dich und bleib da. Sehr schön. Ja, es ist ja prinzipiell egal, wo ich hingehe. Wird ja überall gesehen. Schieß die Hexen ab. Oder Hexen. Ja, ich mache ja keinen Schaden, wenn ich gesehen werde. Das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem. Du verstehst das Problem nicht. Ich verstehe das Problem, aber was willst du jetzt machen? Wenn du dich nicht verstecken kannst, musst du halt so draufhauen. Ja, habe ich ja schon. Ich habe das gleiche Problem. Wenn ich da die ganze Zeit irgendwelche Magier habe, kann ich nicht vernünftig zaubern. Dann muss ich auch auf Cantrips zurückgreifen. Die haben auch nicht den Effekt. You're still standing! Wäre ich ja noch gekrittet, ey. Mit 6 Damage. Ja, ich habe den halbiert. Und bleib weg. Well done. Weiterlaufen. Ja, ich guck gerade nur wohin, dahin. Oh Mann, ey. Ja, jetzt liegt der auf dem Boden. Verdammt, habe ich nicht gesehen, da bin ich egal. You should have yielded.
Von da kannst du nichts machen, glaube ich. Du weißt doch gar nicht, was ich machen möchte. So, ja, das ist natürlich recht. Ich schleiche durch den Innenhof. Wie geil, ey. Sehr schön. Ach guck mal, die klettert da einfach an der Wand hoch. Auch geil, ey. Damage. Aha. Warte mal, da sind ja nur noch zwei. Ja, ist jetzt gleich gelaufen. Siehst du, die können nichts. Wait till the next one. Und nur noch einer. Also nur einen Soldaten bei der Eroberung verloren, ist zwar ganz praktisch. Definitiv. Da sind noch zwei, guck mal. Und einfach den Druiden kaputt kloppen. Ja, auch nicht mehr viel, ey. Geht leider nicht, sorry. Oh oh. Ja, sicher! You're done the rest. Gefällt dir, ja. Perfectly executed. Now, let's get that general of theirs. Piece of cake. Ja, ich wollte mal gucken, was hier gibt. Hier ist noch, brauchen wir die Lucy. Hier ist noch eine Kiste. Wenn wir jetzt looten, dann müssen wir gleich nicht mehr looten. Sturmkling Zweihand-Axt. Haben wir, glaube ich, schon. Die neue Fähigkeit vom Arias finde ich wirklich witzig. Ja, haben wir schon. Scheiße. Ja, die ist nicht schlecht, ne? Super. Ach, so ein Mist. Was denn? Das war doch ein voller Erfolg. Ja, mit dem Looten hier. Und bevor wir da reingehen, machen wir auf jeden Fall eine kurze Rast. Hier gibt es noch ein paar Sachen zu looten, ja. Okay, wir looten eben. Gucken, ja. Genau, wir haben jetzt den Loot. Ja. Adamant, das ist. Ja, das ist der Anhänger der Gesundheit. Der macht Immunität gegenüber krank. Den hast du mir schon gegeben. Ja, bitte schön. Mhm. Okay. Der Zusatzartikel. Magierrüstung nach Belieben wirken. Ich weiß nicht, wo man den hin tun kann. Ich auch nicht. Ah, dahin kann man den machen. Auf den Gürtel. Ja, mach doch, wenn er keine. Dann kannst du einfach eine zusätzliche Rüstung machen. Einfach so. Okay, und dann eine Adamant-Plattenpanzer, ein legendärer. Der ist wahrscheinlich für Justus, ne? Ne, ist eine mittelschwere Rüstung, die ist für Arias. Tatsächlich. Kritische Treffer werden auf normale. Drei. Genau, das ist die, die haben wir übrigens bekommen von der Generalin Stumpf. Als Danke für die. Oh, nice. Guck ja, mal. Das haben wir nicht richtig mitgekriegt, weil wir haben diesen. Ja. Wir haben diesen Zettel, habe ich hier gekriegt. Dann habe ich gerade gelesen und da steht das drin, dass sie diese Rüstung bekommen hat. Und hier ist noch so ein galvianischer Brief. Da ist.
Solaster, ist egal. Ich bin ziemlich vollpackt. Wobei, nee, es geht wieder, wo die Rüstung weg ist. Aber das aber ist, sehr schön, vielen Dank, der Arias freut sich. Das ist eine super Rüstung, ne? Ja, die muss auch, so schick. Und die, ich glaube, die muss nicht in Einklang gebracht werden. Nicht mal das? Nein. Ja, tatsächlich, krass. Die muss nicht in Einklang gebracht 25.000. werden. 25.000, ja, du hast jetzt eine 18er Rüstungsklasse. Plus 2 sind 20. Das ist ziemlich gut. Und keine Crits mehr gegen dich. Ja, ich finde das eine ziemlich gute mittlere Panzerrüstung. Definitiv, ja, die ist wirklich schick. Ja, nice. Aber fett ausgerüstet, ey. Zeug ohne Ende zu verkaufen. Gut, ja, dann sind wir hier oben fertig. Dann geht's jetzt rein in den General erledigen. Ja, schleichen. Alle Mann schleichen. Ja. Hier sind schon zwei Soldaten. Das hört sich auch nach Viechern ohne Ende an. Oh ja. Ich gehe mal eben erkunden mit ihr, ja? Ja, wir warten. Also nicht, dass wir jetzt hier in diesen Kampf gegen diese zwei kleinen Viecher da geraten und... Da steht noch einer. Ah, hier oben, drei. Ja. Das ist ein Kleriker da oben, glaube ich. Ja. Das klingt wie in... Ah, da hinten ist was. Oh, was ist das denn? Ich weiß nicht genau. Hier, ich gehe erstmal hier nach oben, um ein bisschen Überblick zu verschaffen. Das sind ja bloß zwei. Ah, da ist noch ein Bogenschütze direkt über uns, also nicht bewegen. Oh. Nice. Das ist ja unter der Festung, ne? Ja. Ja, da ist wieder so ein Kristall. Okay, also haben wir es mit korrumpierten Gegnern zu tun. Ja, wahrscheinlich. Da siehst du? Ja, es ist ein Kristall, hast du recht. Ah, da ist ein Glabarezzo. Und da ist der General. Okay. Warte. Und da ist ein Saw AK Plänker auch, ja. Ja, es ist wieder Saw AK und da oben ist auch noch so eine Abschaulichkeit, Saw AK. Ja gut. Okay. Alles halb so wild. Da ist ein Kleriker. Tja, also ich würde einen Überraschungsangriff machen. Ja. Die Frage ist, möchtest du da hinten was reinschießen, zum Beispiel so eine Blitzkugel? Auf wen? Auf diese beiden Wachen? Ne, drei. Da sind drei Gegner, drei dicke. Der General, so ein fetter und... Ja, das kann ich machen, aber ich weiß nicht, ob ich da hinkomme, ohne gesehen zu werden. Ja doch, die sind alle mit dem Rücken zu uns. Müsste es hierher schleichen. Bis hier vielleicht. Ja, ich darf auf. Nein! Ja, alles gut, alles gut. Stehen bleiben! Zurückgehen! Darfst nicht. Ja, da bist du gut. Ich werde auf jeden Fall gesehen. Geht das? Kannst du angreifen von da aus? Du kannst ja auch alleine gehen. Du musst den Arias nicht mitnehmen. Ja, ich kann angreifen. Mit einer Blitzkugel? Ja. Was für eine Blitzkugel? Ich habe keine Blitzkugel. Kugelblitz meine ich. Ja, kann ich. Ja, mach mal. Auf die da hinten, ne? Das ist doch geil. Oder mit... Ja, auf den Glabazu, ne? Ja, auf die drei da. Mach auf den General zuerst. Ja. The dead could hear you. Nice. Einer ist tot. Ja. Der General hat 51 Schaden gekriegt und der andere 25. Sehr gut. Kann ich nicht platzieren? Da kann ich nicht platzieren. Oh, das ist doof.
okay. Gucken wir was anderes. Sorry, ich bin sofort zu weit. Ja. Erreiche ich nicht. Okay, kannst vergessen, erreiche ich alle nicht. Alles klar. Sollen wir da stehen bleiben? Ja, bleib einfach mal stehen. Alles gut. I don't believe it. Nice, da kommt zu uns runter. Ja, finde ich gut. Oh, nice. Ach, der kommt zu dir. Ja. Und so offensichtlich. Gehst du auf den General? Mit der Lucy? Könnte ich, ja. Soll ich? Ja, warum denn nicht? Der hat ja schon Damage, bevor der sich jetzt wieder heilt. Weg mit ihm. Sehr schön. Er hat gesessen. Gucken, was das bringt. Mhm. Ich glaube, die ist nachts auch ganz gut unterwegs. Mal gucken. Oh, der hat legendäre Waffen. Wer hat legendäre? Der Glavarezzo. Ah, da muss der weg. Ja. Gut, dass ich kontern konnte. Wo läuft die denn jetzt her? Weiß ich nicht. Ach, Igitt. Ach, scheiße, jetzt hätte ich gesehen. Wie ärgerlich. Ja, nehme ich jetzt. Ja, ich nehme auf jeden Fall noch die heilige Waffe. Die hat auf jeden Fall Licht dabei. Der macht einen Krach, das ist wie ich. Scheiße! Hat geklappt, aber die haben das verteidigt. Ja, die sind halt Konstitution, ne? Da sind die stark dran, die Viecher. Der muss weg, ja, der macht zu viel. Ja, ja, greif an, komm! Well struck! So, ich komm zu dir. Ja. Ja, der ist schwer zu treffen, der Arias. Justus. Ja.
Mafia-Attacken. Wieso kann die nicht darunter laufen? Nur spurten kann die. Scheiße. Ja, die ist so ein bisschen jetzt lost. Ja, die muss da weg, ne? Ja. Das würfelt ja auch noch schlecht. Oh. Gut. Schön weiter so. Ja. So ist er schon wieder dran. Ja, haut die ganze Zeit, aber es ist ganz gut, dass er den Paladin haut. Okay, der General scheint jetzt nicht so der Stärkste zu sein. Halt auch ein bisschen, ja. Anwärter. Ja? Ja. Ah ja. Wo kommen die denn her? Ach, da sind noch mal vier hier. Okay. Ist nicht schlimm. Dann kannst du ja eigentlich reinballern hier, ne? Wo soll ich reinballern? Da sind vier Gegner. Wo? Da. Ja, du musst dich da bewegen halt, ne? Ist dir klar, dass ich sofort vor mir einen stehen habe? Ja, aber das ist ein scheiß Soldat, der macht nix. Stell dich da hin. Schön Feuerball rein. Die alle weg. A victory fit for a song. Ah, ne, ernsthaft, zwei Leute mit einem Leben noch. Neuer Anwärter. Ja, nicht schlimm, alles wegwichsen. Ich ärgere mich, dass sie dein Deck worden ist. Mhm. Oh, oh. Das ist richtig schlecht. Alles gut. Da oben sind auch noch welche. Ach, die sind egal. Die machen nix. Hier den großen Platz. Nice.
hat der gewirkt? Dunkelheit oder was? Ja, nee, das ist so eine, das hat so eine Todeswolke da oder was ist das? Nee, irgendwas mit verschleiert. Hauptsache die zwei gegenseitig sind in einem Minikampf, ey. Ist doch gut. Echt so. You have the now. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Mindestens etwas, ne? Yep. Nice. Immerhin trifft sie ihn. Drecksspinne. Er hat doch auch schon wieder Nekroschaden gekriegt. Ja, ja. Schon wieder neben dir. Ich weiß. Den werde ich auch nicht los, so. Jetzt kann ich den nur mit einem Nachteil angreifen. Na gut. Gefällt mir nicht. Sehr schön. You can't win. Boah, komm, ey, der lebt immer noch. Nee, nee, der ist tot. Oh, Gott sei Dank. Oder hat er seinen eigenen Kollegen getötet? Oh, da ist noch ein Zauberer. Scheiße. Neuer Anwärter. Ah ja. Ah ne, es sind unsere. Ja, unsere sind hier reingekommen, 4 Stück. Tatsächlich? Ja, hier. Könntest du magisches Geschoss oder so machen? Einen hier drauf, einen da drauf, dann sind die beiden schon mal tot. Ja, 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 das wollte ich jetzt auch, den Feuerfall. Ne, mach magisches. Achso, ja, geht auch. Ne, ne, achso, den wolltest du trennen? Den kann ich trennen. Ja, okay. Weil ich kann jetzt weggekrittet werden, da ist noch ein Magier, weggekontert werden. Ja, stimmt. Ja, ja. Ja, ja, stimmt, ja. Hab ich gar nicht dran gedacht. Ja, ja, doch, aber ich... Ich hab aber einen Nachteil auf die beiden, ne? Solasta, Ivo, Malmis. Gereicht. So, die sind weg. Ah, warte. You have them now. Auf das große Viech jetzt nicht. Ja, schön. Das ist egal, aber der steht jetzt da. Ja. Das ist auch gut für die Lucy, die kann jetzt. Oh nice, der Crit, ey. Lass den Arias das noch machen. Alter. Guck mal, die schießen ihn ab, das ist schön. Jeder Schaden auf den ist gut. Aber die Spinne ist immer noch am Kämpfen. Sie lebt noch. Ja. Jetzt, wo du da bist, dann kann ich sie noch anstechen.
Again! Harder! Zack! Und weg ist er. Ja, und dann verpisse ich mich. Und ich gehe auf den General. Genau, und ich gehe gleich, ich schieße ihn gleich darunter. Den Zauberer. Ja, sehr gut. Oh nice, guck mal, die hat richtig da. Boah, die, guck mal, die Spinne, Alter, die nimmst du mit dem Krieger da hinten auf. Ich lach mich tot, ey. Was ist das da eigentlich? Ein Plänker? Wie viel Leben hat der? 18. Gieß ja gleich runter, alles gut. Schieß mit drauf. Schon mal 7. You cannot defeat me! Okay. Gut. Dann noch der General, den machst du ja. Da oben sind auch noch welche. Okay, da kann ich bestimmt hochklettern nächste Runde. Alles klar. Stelle ich mich schon mal dahin. Okay. Ein Damage. You can take it. Du hältst das aus, ja? Ja, das ist wohl wahr. 4 Schaden hast du geschafft. Alter, eben, ey. Er lebt noch. Nächster. Hier wird nicht gezaubert. Nice. Du musst es aber würfeln. Hast es geschafft. Nee, nee, eine 12 reicht nicht. Getroffen. So eine längere Folge hier, aber nicht schlimm. Hat ein erbärmliches Rumschießen. Ja. So. Solasta Evo Malmis. Palpable hit. Bleed. Oh, das ist schön. Schon kaputt, ne? Ja, sicher. Ist das schön. Ah, geil, ja. Kommt nur der Bogen, ey. Ach nee, der hat schon gar keine Angriffe mehr. Okay, nee, alles gut. Der General war ja wirklich gar nichts, ey. Nee. Ja, guck mal. Dein Vieh macht auch Mist. Genau. Aber oh, die Spinne lebt noch, die tötet den gleich. Ich muss kurz gucken, wo ich den sehe. Da, perfekt. Jetzt kommt der Hinterhaltsattacke. Ja. Sehr schön. Er hat schon gesessen. Nicht mehr lange. Dann haben wir ihn runtergeschossen. Ja, boah, jetzt kittet die den weg, ey. Guck mal, die Spinne hat den besiegt. Geil. Meint ist jetzt nicht wichtig, aber war lustig. Ey, kann er da nicht hochklettern? Drei Gegner haben wir noch, oder? Der kann da echt nicht hochklettern. Ich dachte, der kann da hochklettern. Ja. Ja gut, dann kann ich hochsprinten, sollt. Ich muss nur einmal kontern, ne? Ja. Ja. Das geht. Ne, das hat nicht geklappt. Nein.
Uiuiuiui. Das war die Schwerkraftschleuder. Ja. Alle Verbündeten sind tot. Aber nicht der General, oder? Also unserer. Ich glaube, die ist gar nicht reingekommen. Nee, gar nicht. Drei Verbündete sind tot. Einer lebt noch. Ow! Take that. Also ist gut, dann kommen wir schneller durch. Und der ihren Krebs reinmachen. Das ist auch wiederum wahr. Ist da? So, jetzt dürfte der weg. Oh ja, jetzt ist er weg. Sehr schön. Direkt Spinne, weiß nicht woher. Ey. Ach, die macht gar nichts. Okay. Und tschüss. Sag ich doch. Nee. Obwohl, die halt sich nochmal. Guck mal. Jetzt haut ich ihn kaputt. Nee. Doch, einmal werft ihn dran. Ah, schade. Wär's gewesen, ey. Das wär's gewesen. Ah, jetzt der letzte Zauberangriff war übel, ey. Das ist wahr. Toll. Jetzt tot. Nice. Ach, Gott sei Dank. Wir müssen eigentlich auch mal so Tränke nutzen, ne? Irgendwie mache ich das nie in solchen Spielen. Nee, ich auch nicht. Ich weiß gar nicht wieso. Okay, jetzt wird erstmal alles gelootet. Und dann schauen wir mal. Hast du schon ein bisschen? Da ist der General, der hat bestimmt auch noch tolle Sachen. Oh ja. Splittertes Eis, das kann man mitnehmen, das ist immer gut. Ah ja. Oh, der hat eine Zweihandachs für dich. Oh ja. Das ist was für dich. Und er hat eine prächtige Ritterrüstung. Oh, nice. Nice, nice, nice. Und er hat ein prachtvolles Schild. Nice, nice, nice. Schriftrolle des Fliegens, auch nicht schlecht. Hier ist noch eine Truhe, die müsstest du knacken. Ja, mache ich. Nice, nice, nice. Oh, das müssen wir gleich unbedingt... Bleib einfach gleich mal stehen. Nicht, dass du jetzt hier rumläufst. Treffen wir uns bei der Truhe. So, ja, warte. Ich glaube, hier war ich schon, ne? Oben, ja. Skarnstein braucht man nicht. Also, der General hatte krasse Sachen dabei. Ja, der hat das aufgekriegt. Ein Sumpfopal. Ein Trollherz. Sternstaub, das ist alles ganz nett. Oh, ein super. Oh, fetter Langbogen auch noch für dich. Krass, krasser Loot. Das ist guter Loot hier. Jetzt trank der mächtigen Heilung haben wir schon. Okay. So, jetzt müssen wir mal kurz Cookie. Wir haben hier Armbrustbolzen da hingeben. Bemerkenswerte Pfeile, kann ich auch dem Arias geben. So, ich gebe dir erstmal den Langbogen. So, der Langbogen.
Der muss identifiziert werden, das ist ein plus 3er Langbogen. Also geht er erstmal zu mir. Ja. Dran, genau. Langbogen plus 3. Wer soll denn kriegen? Es gibt noch einer, der im Langbogen benutzt. Also der Arias. Genau. Und dann haben wir eine fette Ritterrüstung, die dürfte was für mich sein. Und eine fette Zweihandaxt, die ist aus von Arias. Und noch ein Schild, den müssen wir uns auch noch angucken. Ja, das Schild ist nicht schlecht, aber ich glaube, ich habe ein besseres. Die Axt ist echt krass. Deine Stärke beträgt 21. Aber der Langbogen, der macht doch genau das Gleiche. Also da sehe ich jetzt keinen Unterschied zwischen den beiden. Echt? Hast du schon so krass einen Langbogen? Ja, guck doch mal. Nee, du hast einen Langbogen plus 1. Ja, ich habe den neuen ausgerüstet. Den alten habe ich mir jetzt daneben gelegt. Ich sehe keinen Unterschied zwischen den beiden. Wieso, der eine hat plus 3 im Angriff, plus 3 Schadensbonus, der andere plus 1 plus 1. Geht das mit dem plus 3? Also bei mir steht das relativ eindeutig. Bei mir steht das nicht. Bei mir steht bei beiden Langbogen plus 1. Nee, du hast einen Langbogen plus 3 ausgerüstet. Okay. Auf jeden Fall, ja. Den gebe ich dir einmal. So, warte mal. Jetzt hast du mir noch mehr gegeben, ne? Ja. Drachenritterrüstung, nice. Wer kriegt die? Wer? Der Paladin. Das ist die schwere Rüstung. Und die fette Imperator-Kriegsaxt ist was für ein Arias. Ist ja absurd. Und den Schild, den muss ich verkaufen. Der ist schlechter als den ich habe. Erfordert Einklang. Ja, Resistenz gegen Säure, Feuer, plus 3 auf die Rüstungsklasse. Was mache ich mit dem Schild hier? Gift. Hab ich dir gegeben. Ja, der muss verkauft werden, genau. Aber du bist komplett im Ballast. Ja, sehr, ich hab die ganzen Waffen und Rüstung und so. Was bist du denn da am Quietschen? Ich muss den verkaufen gehen in der weißen Stadt. Ich brauche eine kurze Rast. Wir brauchen gar nichts craften, wir finden so krasses Zeug, ey. Ja, ich auch. Warte mal eben noch, bevor wir das machen. Hier, wir müssen das noch anfassen. Wir müssen was noch anfassen? Den Kristall! Achso, ja, fass den mal an. Nett. Another of these weird pillars. It can't be a coincidence. Just like the previous one. It's alien. It looks indestructible. We should go. Oh, guck mal, die Spinne ist immer noch da. Ja. Okay, ja, wir werden dann uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wir müssen auf jeden Fall kurze Rast machen. Wobei, wir können auch mal zu dem General gehen, oder? Ja, ja, sicher, sicher. Mal kurz die müssen doch draußen warten, ne? Ja. Hier ist der Ausgang. Für die paar Minuten sind es eben extrem drüber, aber ist ja auch egal. So. Masterful. Ja. I'm impressed. I've never seen such a display of power. You try to make us blush, General. Apologies, I'm rarely humbled by anyone. I didn't foresee that we'd gain the upper hand on the front line after just a few days. Thanks to you, that is now a reality. We care about peace in the Eastern Kingdoms, but you know why we're here. I haven't forgotten. And yes, now I'll have the time to come and vote at the Parliament. Ja, wunderbar. I'll consider your opinions carefully when it's time to cast my vote. Thank you. Stay in the light, my friends. So, we need to go. We need to go, das fehlt noch. Guck mal, die Spinne ist mit rausgekommen. Die ist irgendwie Banane. So, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao.